Ja, das war mein Zug. Das war der Zug für die vier, glaube ich. Das sind Oder aber die Männer. so richtig große Schlachten haben wir aber auch noch nicht, doch. Nee. Die große Schlacht kommt, wenn dann hier drüben. Oder war das der Zug auf die 6? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube auf die 4. Sicher? Nee. Ich meine auf die 6, dann wäre nämlich jetzt die 7 dran. Aber ich weiß, dass ich zwei Stück gemacht hatte irgendwo vor kurzem. Ja, nee, ich meine nämlich, dass du 2 gemacht hast, dann war gelb dran, dann kam nämlich die 3, dann ich mit der 4, dann die 5, dann jetzt die 6 und jetzt wäre die 7 dran. Okay. Die 7 hat ja Was schon noch? gepasst. Ach so, die hat schon gepasst. Dann ist die 1, dann bist du wieder dran. Okay. Haga, nochmal kurz eine Frage. Der Destroyer kommt auch auf so Schiffe drauf, oder kann auch auf Schiffe drauf, gell? Wie, der Destroyer kann auch auf Schiffe drauf. Der kleine. Nein, nein, kann der nicht. Der fliegt selber. Okay. Der Ist ein fliegt Chip, selber. quasi. Das zählt aber auch zum Fleet Limit. Ja. Genau deswegen war die Frage da. Aber Fleet Limit ist bei mir eh egal. Dann spiele ich mein Token und baue. Und kann auch Sachen hinmoven. Warte mal, ich habe hier 2, 4, 6, 7. 5 Stück dürfen dorthin. 8, 9, 10, 11. Du darfst 9 mit den lokalen Ressourcen und dann dein Schlachtschiff gibt dir wie viel? Mein Flaggschiff gibt eine Kapazität von 12. What the fuck? Das ist vollgepumpt mit Fightern 2. Ja, ich sehe das schon. Ja, Und greif mich an. was? Greif mich an. Wieso soll ich dich angreifen? Weißt du? Ja, wir können noch mal über die Abrüstung reden. Ich hab's dir vor angeboten. So, jetzt darf ich erstmal bauen. Jetzt bin ich aber überzeugt, dass wir abrüsten Jetzt sollten. habe ich mal eine Frage. Was kämpft ihr da außen um sinnlose Planeten? Was? Wie viel Fighter hast du denn da jetzt gebaut, wenn ich fragen darf? Ich habe noch nichts gebaut. Ich habe Einheiten rübergeschoben erstmal. Ah, okay. 6 Fighter, die ich vorher hier drüben gebaut habe, wo ich 6 Produktionen habe. Ey, Jo, Zoll alles ist gut. ja mega stark. Drei Ja, habe ich. du musst die Zerstörer bauen, die haben Flugabwehrfeuer. Jetzt noch vorher verbessern. Ah. Verbesserte Zerstörer da reinwerfen, dann ist Feierabend da bei ihm. Was? Was reinschmeißen? Verbesserte Zerstörer. Ja, ich sag nicht, dass das so overpowered ist. Ich baue 2 Dreadnoughts. Ja, man muss ja zwei Technologien erforschen. Ja, ist es So. halt. Hab 2 Dreadnoughts gebaut und kann ich noch was bauen? Nee, passt. Bin fertig. Bist du da nicht nochmal dran? Ich bin nochmal dran und passe jetzt. Okay. Alter, wo ist denn die zweite? Blau habe ich dir ein bisschen zu stark aufgerüstet. Oh. Hey, du musst sagen, wenn ich ihm irgendwie in den Rücken fallen soll. Ich bin nicht der Aggressor. Was? Du hast einfach den Planeten eingenommen. Ich habe den Planeten eingenommen, der an meiner Grenze war, genau. Ja, auch an meiner Grenze ist, aber näher zu meiner Hauptstadt. Ja, ich habe ihn eingenommen, nachdem du mich angegriffen hast und mir den Planeten kaputt gemacht hast und ich keine Fighter in der ersten Runde bauen konnte. So, wer ist denn jetzt dran? Die 2 ist dran, gelb. Hat gepasst, gut. Die 3 ist dran. Ja,
Ich passe auch. Dann bin ich noch mal dran. Schwierig. Will ich noch was machen? Kein Bombardment. Nee, ich passe auch. So, jetzt können alle nochmal einen Auftrag erfüllen, wenn sie wollen. Stopp, haben wir nicht die Agenda-Sache? Die Agenda-Sache. Wir haben ja jetzt so ein Ding. Jetzt der Speaker zieht meine Agenda. Jawohl. Ja. Leg ihn in die Mitte. Ja. Okay. Der Speaker fängt an zu poken. Wie ist das? Haben wir ein zweifaches Vote-System? Ich habe das noch nicht durchgelesen. Also jeder einmal und dann noch einmal oder direkt? Direkt, es gibt nur ein einfaches Vote-System. Der Speaker ist der Letzte. Ja, stimmt, der Speaker ist der Letzte, dann fängt Lila an, ne? Ja. Mhm. Ich vote nicht. Nee, du musst dafür oder dagegen voten. Auch wenn du es mit 0 Stimmen machst. Dann vote ich dagegen. Mit 0 Stimmen. Ich stimme mit 0 dafür. Okay. Ah, jetzt sind wir los, jetzt dafür. Wenn der scheitert, dann muss er alle Actionkarten ablegen. Ich nicht. Hast du dagegen gestimmt? Ich muss nicht. Ja, aber ich habe niemals für. Beides betrifft nur für. Ja, stimmt. Ich stimme dagegen. Mit 0 Stimmen. Du kannst halt jetzt gucken, ob du gelb Actionkarten rausziehst oder ob du noch mehr Actionkarten auf die Hand willst, wo du in. Ich brauche mehr Actionkarten. Ich stimme 1 dafür und damit gehen wir dann, ne? Jo. Ja. Und dann krieg ich 2 Actionkarten, okay. Ja. Dann muss ich nur noch den Planeten exhausten, wahrscheinlich. Nee, musst du nicht. Passt. Wir haben hier. Hier steht deine Zahl auf dieser Nummer. Ich habe dir schon 1 Minus gemacht. Okay. Gut, dann ziehe ich nochmal 3 Actionkarten wegen meiner Fähigkeit. Du darfst die nächste Agenda nehmen. Ja, ist immer 2. Jawohl. Und du kannst, glaube ich, sogar noch eine mehr ziehen, ne? Bei den Actionkarten, oder war das nicht bei dir? Moment. Ist doch deine Fähigkeit, dass du dann 3 ziehen kannst und eine abwerfen musst. Ja, ich hab 3 gezogen. Danke. Damit könnt ihr jetzt für einen Planeten stimmen, der mit dessen Influence-Wert um 2 angehoben wird. Jo. Bedenkt, dass ihr auch mit Handelsressourcen abstimmen könnt, ne? Ja. Gelb, möchtest du irgendeinen Planeten haben, der 2 Influence mehr hat? Ja, wäre nicht schlecht. Ja, und du musst halt deine Handelsressourcen dafür einsetzen, deine 3, aber welchen denn? Ja, du bist ja zuerst mit Stimmen. Ich würde. Ein kultureller muss genau, das sein, wir ne? Können aber gerade noch reden. Muss kein kultureller sein, es darf irgendein Planet sein. Der 2 mehr Punkte hat. Da steht Electcultural Planet. Achso, dann, sorry, ja. Das habe ich übersehen. Ich muss erstmal gucken, ob ich überhaupt einen Cultural Planet habe. Und du musst bedenken, wenn der nicht gewählt wird, dann kriegst du es auch nicht, ne? Und dann sind deine 3 Handelsressourcen weg. Ja, aber ich würde dort mitstimmen, dass es nicht blau kriegt. Hager kann eh nicht mitstimmen. Ihr könnt das nicht vorher absprechen. Ihr müsst abstimmen. Wir können davor reden, bevor ich abstimme. Und du weißt aber schon, dass er auch einfach dagegen stimmen kann und seine 3 Handelsressourcen nutzen kann und dann ist Feierabend. Stimmt. Ja, ja, aber ich muss ja alles versuchen. Wer hat denn wie viele Stimmen? Ich habe 2 Stimmen. So gesehen kann Gelb noch 3 einsetzen und du kannst noch 4, 7 einsetzen. Wer kriegt eigentlich die Karte? Der Planet, für den am meisten Stimmen gesetzt wurde. Warte mal eben.
Ah nee, das ist wieder at the start of the agenda phase. Wir sind ja schon gestartet. Entschuldigung. So, können wir die Abstimmung jetzt mal starten? Ja, dann wird das nix. Jo. So, also. Aber du kannst zumindest den Planeten exhausten, dann muss er mehr ausgeben. Wobei er hat das auch auf Planeten, ne? Ja. Ja. Er hat leider auch einen kulturellen. Hager, ich unterstütze dein XX den Planeten hier. Ah, schön. Mit zwei. Danke. So, Gelb, möchtest du dich enthalten? Du kannst dich in dem Fall enthalten oder mit, ja. Ich enthalte mich. Weil das ein Lore ist, deswegen. Ja, ich unterhalte mich auch. Dann ist, blau. Dann stimme ich mit, Gang 7 für meinen Hauptplaneten. Nee, für 3, 4, 5. Du willst ja deine Handelsgüter nicht ausgeben. 7 ist das Maximale, was du machen kannst. 4, er hat ja schon einen Punkt verloren. Achso. Deswegen zählt nur das hier vorne. Mit 4, aber das reicht. Für welchen Planeten, wo willst du das hin haben? Retalion. Ja, dann hier und pack die Karte irgendwie, weiß ich nicht, dahinter, davor, irgendwie. Ja. Nach welchen? Der hat doch nur was einen. Muss ich jetzt exhausten? Du kannst nur den blauen nehmen. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie vielleicht da drüber oder so, ja, irgendwie so. Ja gut, dann war's das. Es gibt eine. Jetzt können wir aber hier die Punkte vergeben. Also jeder kann einen Auftrag erfüllen, wenn er denn einen Auftrag erfüllen kann. Einen Moment, muss ich jetzt die Planeten noch umdrehen? Wie? Ja, die Planet musst du umdrehen, wenn du die jetzt benutzt hast. Für mich war das der Hauptplanet oder 4 war das, ne? Also ja. Das hier. Aber die werden jetzt eh aktiviert gleich wieder, oder? Der hier war das. Ja, gleich werden sie wieder reaktiviert. Aber ihr könnt jetzt noch eine Mission erfüllen. Ja, ich erfülle diese eine Mission da. Welche? 4 Planetentypen. Ah. Ich auch. Ich hab die auch. Ich hab 4 rote. Gut. Dann. Dann eine Karte aufdecken. Habe ich gemacht. Na, was ist das Feines? Oha, okay. Gut, dann, was ist es denn hier? Return da. So, und wer ist denn Speaker? Der obere. Grün. Wie viele Tokens hast du denn bekommen? Ah. 3. Okay. Dann hast du einen von letzter Runde noch mitgenommen. Ja. Okay. So, dann fang mal an, Speaker. Jawohl. Ich nehme Leadership. Gut, dann ist Lila. Ich nehme Warfare. Dann ist Gelb. Dann darf ich 2. Diplomacy und Technologie. Jetzt bin ich dran, ne? Yep. Politics. Mhm. Trade. Gut, dann nehme ich Imperial als letztes. Kann man eigentlich Secondary Abilities öfter aktivieren? Nee, einmal. Okay. So, die Achso, warte, bevor das hier weitergeht. Action Cards. Oh Gott, ich muss mal ein System. Gibt's irgendwie noch einen zweiten Hand? Kann man eine zweite Hand machen? Ach du, da unten? Ja, nee, ich weiß nicht. Du musst das, glaube ich, alles auf einer Hand teilen. Es tut mir leid. Ich
Wie viel von den Karten darf man haben? 7. Es sei denn, man hat die Fraktion, die blau hat. So, ihr beiden da drüben, was ist es euch denn wert, wenn ich versuche, die Infanterie von einem von den Planeten wegzuräumen, vom Gegner? Warte kurz, ich muss gerade noch was gucken. So, die 1 kann ja trotzdem mal anfangen, ne? Ich hab seine Karte ablegen im Moment. Was es wert ist. Wie willst du das überhaupt machen? Nach. Mit irgendeiner Action-Card. Sagen wir es mal so, ich habe die Trade-Karte und dementsprechend kannst du relativ viel Trade-Goods bekommen, je nach Handel. Ich kann überhaupt keine Trade-Goods kriegen, weil wir die voll sind. Ich wollte gerade sagen, außerdem seid ihr noch gar keine Nachbarn. Das ist nicht das Problem, wir sind gleich Nachbarn. Wir haben hier einen Planeten, der dann dran grenzt. Und dann ja, sind dann geht das. Also es gibt die Möglichkeit, dass wir dann handeln und ich gebe mit der Trade, kriegst du deine handeln wir halt, dass deine Commodities rüberkommen und du kriegst nach und meine 4 Commodities und kriegst aufgefüllt. Also du tauschst 4 gegen 0 und dann füllst du die nochmal auf. Nein, ich tausch 2 gegen 0, dann 4 gegen 0 und dir auffüllt. Weil ich momentan keine Commodities hab und dass dir es gleich wieder aufgefüllt wird. Also im Endeffekt 2 gegen 4 tauschen wir. Und du kriegst wieder Commodities direkt gefüllt. Das lassen wir. Ich misch mich bei euch lieber nicht ein. Yes. Ganz davon abgesehen, dass ich eben deine Commodities aufgefüllt habe. Hast du die? Ja, die waren eh voll, glaube ich. Ich hab ja deine Ja. Ja, ich spiele auf jeden Fall Ghost Ship. Mhm. Platziere einen Zerstörer. Ja, einen Destroyer. Hier. Aha. Ich hoffe, der flieht in die andere Richtung. Keine natürlich, Sorge. Der fliegt natürlich zu mir rüber, aber wenn das macht, dann werde ich ihn angreifen. Na, er hat ja auch keine Infanterie oder nichts bei, er kann hier ruhig durch die Gegend fliegen. Stört ja keinen. Ja. Dann stört's mich nicht. So, das war ja die 1, ne? Ja. Mhm. Dann bin ich dran. Google hat die Klappe. Ja, ich mach die Technologie. Das heißt, ihr könnt jetzt den Token ausgeben und 4 Ressourcen wegopfern, wenn ihr das machen wollt. Ja. Natürlich. Welchen Planet muss ich denn jetzt tappen? Ich brauche einen weiteren. Ah ne, ich brauche einen gelben. Das ist sehr ärgerlich, das wollte ich ja nicht anders handhaben. Naja. Von mir aus kann ich schon mal die 3 weitermachen. Ja, 3 ist auch noch am Forschen. Okay. Ich glaube, ich bin 3, oder?
Ja, ich bin auch noch am Forschen. Und die Auswahl ist so groß beim Forschen. Ich glaube, ich update den. Haben wir schon das mit den zwei? Ach, den Kreuzer nehme ich. So. Warte, ich habe die falsche gewählt, glaube ich. Mal gucken. Die hier. Hagar, darf ich die eine Technologiekarte löschen? Die hier. Wieso? Weil ich einfach Special Ops 2 hab, das deutlich besser ist als Infanterie 2. Ja, das geht allen so. Ignoriere es einfach. Okay. Echt, du hast super, super Special Infanterie. Ja. Ja, passt. Ja, was hat die 3 denn jetzt schon gemacht? 3 ist noch am Überlegen. Ich glaube, ich mache einfach mal Politik. Oder warte. Kann da ein Dreadnought Infanterie bewegen? Ja. Hey Simpson, wie wär's, wenn wir einfach beide unsere Flotten wegbewegen? Wie gesagt, ich hab nicht vor, dich anzugreifen bisher. Weil die streiten sich die ganze Zeit um den Victory Point Planeten und wir sitzen hier nur rum. Ja. Das ist eine schwierige Frage, was ich mache. Du kannst halt auch schon längst zum Beispiel einen Frachter nehmen und den Planeten neben dir erobern, dann hast du halt 2 Produktionen mehr. Aber das machst du halt 2 Runden nicht. Weil du denkst, dass mit dem Frachter und einem Infanteristen du besser kämpfst. Ja. Der Frachter ist in dem Fall wirklich egal und damit hast du halt den Planeten. Das Wenn ich einfallen würde, wollen würde, dann würde ich das auch machen. Was sagt denn mittlerweile die Uhr? Okay. Haben die Movement 2? Ja. Sind Ach, die sind, Zweier. Die sind die Zweier schon, die verbessern. Stimmt, der darf gleich 2 Sachen machen. Ja, bisher hat er einen Zug gemacht. Jetzt kommt sein zweiter gleich wahrscheinlich. Ach shit, ah. Oh. Das ist auch shit. Ich hab vergessen, dass ich 2 hintereinander habe. Dann würde ich was anderes zuerst machen. Tja. Ich würde erst Construction machen. Du hast ja jetzt deinen 2. Zug. Ja. Ich würde zuerst Construction machen und dann Space Dock bauen. Du kannst doch jetzt noch einen Space Dock bauen, passiert ja nichts. Kann ich es aber nicht mehr aktivieren jetzt. Die sekundäre ist nur das mit dem Aktivieren mit dem Token. Die primäre hat das nicht.
Ja, aber er kann nichts mehr bauen, weil ich kann in dem, ich kann in dem, ich kann in dem nicht bauen, deswegen wollte ich erst, würde ich erst Construction machen und dann da reinbewegen. Ja, ja. Dann nutzt doch erstmal Politics, vielleicht kannst du damit, kriegst du eine Strategie, eine Actionkarte, die dir dafür sorgt, dass du den Token wieder wegnehmen kannst. Ja, das kann ich natürlich machen. Warte, wie kann ich denn da reinlegen? Das ist die Actionkarte. Warum hast du Sabotage weggeschmissen? Die lagen hier. Ach so, okay. Was ist mit Shields Holding hier? Unter Gelb? Ich glaube, die wurde auch gespielt. Ja, die ist auch gespielt worden. Im letzten Gefecht. Ja, was machst du denn jetzt? Ja, die zweite Bewegung. Ich mach Politik dann. Will ich zwei Action-Karten? Ja, die will ich haben. Und gib mir mal den Speaker. Ich krieg. Ja, ich benutze das auch. Ich krieg zwei Action-Karten und kann auf die Ober- und das mal hingucken, ne? Agenda-Karten schauen. Die obersten zwei, ja. Ich habe ganz vergessen, dass ich zweimal hintereinander dran gewesen wäre, sonst hätte ich da erst das Space Dock reingesetzt und den Dreck gebaut da. Tja. Ja, aber dann musst du deine Politikkarte erstmal umdrehen. Gut, dann ist, das war 3, 4, dann ist die 5. Okay. Warte, die Action-Karten, die Agenda-Karten kann ich entweder abwerfen oder wieder oben drauflegen, ne? Nee, nur oben drauflegen, nicht abwerfen. In deiner beliebigen Reihenfolge oben drauflegen. Ich meine nämlich nicht, dass du sie abwerfen darfst. Nee. Please each card and... Ja, ich kann auch on the button. In any order. Ja, stimmt, du kannst, ja, kannst, dann kannst du auch, unten drunter schmeißen. Also, ablegen. Das stimmt. So, was hat denn, okay, einen Planeten erobert und was ist dein zweiter Move? Bei 6 bist du ja auch. Ich nutze Trade. Ja, okay. Was gibt's denn so für mich im Angebot? Ich glaube, fast alle haben ihre Massenproduktion aufgefüllt. Alle haben ihre Massenproduktion aufgefüllt. Ja, ich kann ja auch davor erstmal mit dem handeln, um die Massenproduktion loszuwerden. Also, mit einer davon handle ich auf jeden Fall nicht, weil die mir böse ist. Die obere? Du kannst mit mir handeln. Ich kann sogar mit dir handeln. Ich kann mit jedem handeln. Haga? Ich hab noch drei Stück habe ich. Noch, ja, Haga, ich würde mit dir auf jeden Fall handeln. Machen wir 3 gegen 3? Ja, das klingt gut. Ja, so. Ja, brauchen wir dann ja nicht tauschen. Das ist ja Bullshit. Und ich würde deins auch gleich auffüllen, wenn ich dann 2 gegen 1 pick. Ja, du kannst nur eine Transaktion machen. Achso, okay, aber wenn wir dann. Ich würde deins auffüllen, wenn wir in deinem Zug 2 gegen 1 machen. Also du kriegst ein Handelsgut und ich 2. Ich glaube, das geht nicht, weil wir schon eine Transaktion miteinander hatten. Aber das sind doch unterschiedliche Züge. Du darfst nur eine Transaktion untereinander machen, der ganzen Runde. Okay, dann würde ich deins trotzdem auffüllen, weil ich dich momentan als Freund betrachte wegen der Aggression. Ja, das klingt gut. Hat schon einer ein Secret revealed? Ein was? Hat schon einer ein Secret revealed? Erfüllt? Es haben schon 2 Stück einen Secret gemacht. Wo liegen die denn? Kann man die mal gucken? Ach, da. Die liegen hier drüben. Ach, kann man die, wenn man das macht, kriegt man die automatisch? Wie, wenn man was macht? Also wenn man die erfolgreich erledigt, dann kriege ich die sofort oder muss ich halt irgendwie warten? Oh, welche Farbe ist... Nee, das steht oben drauf, wann du die erfüllen kannst. Welche Farbe ist nochmal Industrial? Rot. Rot, aber das, da steht unter dem Titel steht Statusphase oder Actionphase. Ich glaube, eine dritte gibt es nicht. Dementsprechend musst du gucken, was steht. Je nachdem darfst du es erst zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja, ich glaube, es gibt noch Agenda-Phase und. Ja, gut. Das war dein zweiter Move. Sind wir jetzt Freunde, Haga? Ja, wir sind Freunde. Gut. Kannst du die Karte, die Ränder aktualisieren?
Wie sieht das? Wie sieht das bei mir aus? Möchtest du mit mir auch handeln? Mit wem? Nils. Mit Gelb. Mit Gelb. Gelb. Momentan hast du eine gefährlich große Flotte, deswegen möchte ich die nicht unbedingt stärken. Hättest du weniger Schiffe, würde ich dich auch unterstützen, genauso wie ich es beim Hagel gemacht habe, weil er hat halt fast keine Schiffe mehr, deswegen habe ich... Das klingt vernünftig. Aber du hast gerade so viele Schiffe, das wäre halt gefährlich. Ich hoffe, das kannst du mir verzeihen, Gelb, aber ich will nur ein Gleichgewicht in der Galaxis haben. Also ich sag mal, du hast mehr Schiffe als ich, aber okay. Wenn du das Gleichgewicht nennst. Ja, ich habe mehr Schiffe, aber das meiste sind nur Fighter. Na gut, die naja. Können auch einen Damage machen. Ja, ich habe aber auch keinen Krieg momentan. Das ist nur ein kalter Krieg zwischen mir und Blau. Ja. Oh, was Gott. Passiert eigentlich, wenn ich mit einem Schiff in ein System reinfliege, wo keine Truppen sind? Nichts. Ja, steht das da halt. Du meinst, wenn du bei mir durchfliegst? Die 6 war dran, dann ist die 7, das bin ich. Blau, ich würde halt nur nicht zu mir reinfliegen, weil sonst kracht's halt. Du solltest keinen kalten Krieg zum warmen Krieg machen. Es ist halt momentan einfach, du hast jetzt sozusagen mit deinem Destroyer die Atombomben-Raketen auf Kuba platziert. Ich stehe kurz davor, dass es eskaliert. Ich aktiviere das System hier. Und in dieses wunderschöne System baue ich Sachen rein. Was darf ich da reinbauen? Vier Sachen darf ich da reinbauen. Ich baue mein Flaggschiff. Das sind 8. Ja, obwohl, das macht keinen Sinn. Machen wir das so. 8. Und dann baue ich... Das ist eine gute Frage, was brauche ich dann? Aber wann hast du eigentlich Technology war schon lange her. Ja, alles gut. Dann baue ich Kapazität von 3, dann baue ich 2x Jäger. Dann muss ich nochmal einflippen. Und dann... Du brauchst 4 Jäger. Ja, nee, das geht nicht. Ich kann nämlich nur... Ich hab's ja noch nicht platziert. Ja, nee, das... Deswegen, einen muss ich... Ja, aber es ist egal. Ich habe eh nur eine Kapazität von 3. Das kommt auch ganz recht. Alles passen. Wie transportieren will, ist das eh. Ist das das komische Ding da? Ist das das komische Ding da schon wieder? Ja, genau das. Leck mich. So, das war das. Der nächste. Das war die 7, dann ist die 1 wieder. Die 8. Wann muss man denn eigentlich so eine Actionkarte abwerfen? In deiner Runde kannst du Actionkarten setzen, wenn da Aktion steht. Ne, ich meine, wann man eine abwerfen muss. Ja, Gelb. Wenn man 7 auf der Hand hat. Gelb muss schon eine abwerfen. Ja, deswegen muss man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ja, eine musst du abwerfen. So, dann bitte die 8. Ja, ich krieg 3 Command-Tokens. Ja, dann nutze ich die Sekundäre und krieg 1. Ich nutze auch die Sekundäre. Und ich hole mir 4 Command-Tokens. Kann ich selber die Sekundäre aktivieren? Ne, brauche ich ist das Master Quatsch, aber also generell. Nein. 9, ich hole mir 3. Aber du hast mit der ersten die Fähigkeit der sekundären blau. Mit deiner Primary hast du. Ja, klar. Für die ist es sinnlos, aber für Technology oder so ist es ganz interessant. Weil die sind eigentlich alle ganz schön. Ja, ich aktiviere mir auch eine. Langsam mangelt es mir an Platz für meine Schiffe.
Okay, 2. Ne, 1. Ja, das bin ich, 2. Ne, 1 hat doch gerade, 8 hat doch gerade die Fähigkeit von 1 gemacht und ist jetzt nochmal dran, oder ne? Ah, ich bin nochmal dran, ja. Gut, dann aktiviere ich meine Karte und nehme eine Actionkarte von unserem Kollegen. Darf ich da noch eine Actionkarte ziehen? Was steht denn da? Hier die Tag 3. Nee, du darfst dir alle Karten angucken und dann darfst du dir eine aussuchen. Darf ich mit meiner Sonderfähigkeit noch eine Zusatzkarte ziehen, weil ich eine Nein. Actionkarte ziehe? Was? So schnell? Hast du es beantwortet? Ja. Das ist ja, du okay, suchst dann, ja. Darf ich grad mal du suchst ja eine aus und ziehst keine. Die Sonderfähigkeit ist ja, wenn du eine ziehst. Während ihr das da betreibt, mache ich schon mal meinen Zug weiter. Ich hab's dir mal dorthin gelegt. Jo, danke. Deck bitte nur eine nach dem anderen auf, dass andere es nicht lesen. Also, ja, wir gehen davon aus, dass die anderen da nicht hingucken. Ja, ich bin gerade mit meinem Zug beschäftigt. Und leg erstmal dann die, wo du ziehst, raus, dass ich auch weiß, welche du rauslegst. Ja, ich kann eben nur eine rausziehen. So, jetzt ist 2 dran, oder? Ja, ich bin gerade noch kurz am Überlegen. Aber ich mach das so. Ich aktiviere das System hier. Dann ziehe ich den da rein. Den darf ich auch reinziehen, weil ich diese Forschung habe, die Gravity Drive. Deswegen hat der Movement 2. Oder Einschrift hat Movement 2. Und dann baue ich noch in dem System mit meinem Planeten hier oben. Und wie viel kann ich denn in dieses System reinbauen? 4, 5. Und einem Trade Good. Dann kriege ich gleich noch, müssen wir gleich nochmal 2 geben lassen. Baue ich da nochmal 4 Falter rein. Jetzt hat sich das Blatt ganz schön schnell gewendet. Jetzt hätte ich doch Gelb auch was geben können. Was erwartest du? Aber ich kann aber noch. Noch ist es im grünen Rahmen. Ich kann noch bauen. Ich wollte gerade sagen, der hat noch gar nicht gebaut, der Vogel da hinten. Stimmt auch wieder. Ich nehme die Karte. Kannst jetzt ja den Rest zurücknehmen. Ach, jetzt können die abgegradeten Cruiser können auch, warte. Ich hab den noch abgewendet gerade. Was guckst du denn? Ja, dein Cruiser ist auch hier abgegradet. Eine Kapazität von 1. 1, ja. Ja, das war mein Zug. Dann ist die 3. Ich mach Construction. Dem schließe ich mich dann mal mit der Sekundären an. Ich schließe mich auch an mit der Sekundären. Aufrüstung an Grenzgebiet. Jo. Gut, dann ist nach der 3 die 4 dran. Jo, das müsste ich sein, oder? Nee, das ist immer noch selbst. Schon wieder ich. Schade. Ich aktiviere das System und dann kann ich da, wie viel kann ich bauen? 5, ne? Ja. Blau, darf ich wissen, welche Actionkarte du genommen hast? Directed. Blau? Directed. Okay. Da hättest du Schlimmeres wählen können. Ja, ich dachte, ja, damit kann man was von mir beschützen. Warte, 12 Punkte, das Flaggschiff kostet 8.
Soll ich hier wieder dein Flaggschiff wegballern? Alter. Es gibt indirekt einen kalten und einen warmen Krieg. Der kalte Krieg, keiner traut sich irgendwo loszubrechen. Okay, wenn er zu mir reinfliegt, ist alles tot. Wenn ich zu ihm reinfliege, ist seins tot. Aber ich kann halt nicht auf seinem Planeten landen. Und das ist halt so riskant. Ich biete dir an, ich fliege einfach weg von dem Planeten. Und ich lasse die Infanterie da, weil ich die nicht, eh nicht wegbewegen kann. Das hängt. Das ist ein Teil der Infanterie. Aber wir können uns da sicherlich einigen, dass wir uns teilweise entrüsten hier. Aber ich weiß halt nicht, ob das so gut für die andere Hälfte der Galaxis ist, wenn wir unseren Kalten Krieg beenden, weil dann sind zwei riesige Flotten unabhängig. Ja, ich denke, Gelb hat zwei riesige Flotten, der kommt schon damit klar. Und Weiß? Weiß auch. Ja, nicht riesig, aber die sind nicht schlecht. Jo, nächste Runde. Das ist dann die 5. Jupp. Also, jetzt muss ich erstmal mit Blau verhandeln. Genau, du hast eben ja was vorgeschlagen, damit wir nicht Angriffspakt machen oder dass wir resolven. Sag das nochmal. Ich werfe nicht Angriffspakt, genau. Ich würde dir dazu meine Hauptding geben. Kannst du Actionkarten verhandeln? Nee, ja oder nein? Das wäre auch lustig, ja. Kannst du oder nicht? Hagar, kann ich Actioncard mit ihm handeln? Nein. Nur mit deinem Vertrag. Du kannst ihm deinen Vertrag, Spynet-Vertrag handeln oder dann kann er sich eine Actioncard von dir nehmen. Okay. Ich würde dir meins geben, damit du einen Beweis hast, dass ich den Vertrag einhalt. Ich habe halt von dir nichts, was im Endeffekt. Ich würde halt nicht unbedingt Spy Network bei dir nehmen. Was hast du sonst noch im Angebot? Ich guck mal kurz, gell? Naja. Wie wär's mit Trade Agreement? Weil dann können wir das ja direkt einhandeln. Ja, aber du hast ja keine Commodities. Ah doch, du hast Commodities. Ja, ich hab vergessen, ich kann noch, ich hab den Saravine Tools, ich kann noch einen Punkt mehr ausgeben, ich kann noch einen Zerstörer bauen. Kannst du da überhaupt noch von dem Limited da bauen? Der hatte 5, ich hab irgendwie zwei oder drei Schiffe gebaut. Das ja, hier? Dann bau deinen Zerstörer da noch hin. Beziehungsweise zwei Fighter. Dann du mir auch eine Caesar-Fire-Karte. Warte, ich guck grad. Okay, ich würde diese zwei. Ja. Die zwei jeweils. Die Trade Agreement, damit wir unsere Trade Goods genau. Kurz drüber handeln. Ja, finde ich gut. Auch also wenn dann, du im Endeffekt einen Ticken mehr kriegst und ich krieg deine zwei. Dann haben wir einen Nicht-Angriffspakt ausgehandelt. Ja. Weil. Die kommen auf die Hand oder wo kommen die hin, Hagar? Was? Ich glaube, die kann man hier liegen lassen einfach. Okay, die lege ich einfach mal hin, ja. Gut, ja, sehr gut. Dann sehr guter Vertragsabschluss. Das ist den heiligen Vertrag von. Genau, wenn ich jetzt da einen Token reinplatziere, dann kann ich dich nicht angreifen, außer ich nutze halt meinen Wurf auch. Habt ihr Ceasefire gemacht oder was? Ja. Wir nennen das jetzt der heilige Vertrag von Wellen des Jahres. Panzertanzer, sowas können wir auch machen, ne? Ja, ja, klar. Ja, Frage ist, ob wir das wollen, ne? Okay. Ja, ich bin immer für Verhandlungen offen. Schau ich auch mit dem Dread. Nur wenn man Nekrovirus spielt, da verhandel ich nicht. Ja, da reagierst du allergisch gegen Viren, ja? Ja. So, was war das denn jetzt? Das war. Wir haben eine Verhandlung gemacht, jetzt kann ich loslegen. Ja, ich bitte. Meine Flotte raus. Und was machst du mit dem zweiten Zug? Die Flotte gleich nochmal eins weiter fliegen. Ach nee, ich tu dann erstmal den Token wieder wegmachen. Ja, okay. Dann kann ja schon mal die. Dann hast du Warfare gemacht? Genau. Das ist ja mit dem Token Warfare, dann kann jetzt nochmal im Heimatsystem produziert werden, wenn das jemand möchte. Kann ich das auch? Ich habe sowieso nichts mehr. Ich glaube, ich muss nächste Runde erstmal den Einser wählen.
Da gab's so, auch, gab's auch, mit dem gab's, gab's auch irgendwie eine Forschung, dass du einen Token mehr kriegst, ne? Welche Farbe hatte die? Ja, ich glaube grün 3. Bei der grünen 3? Oh Gott, das wird nervt, vergiss es. Blau, so, ich hoffe, dann, du kannst deine Flotte jetzt auch abziehen. Ja, ja, kein Problem. Dann bin ich. Was mache ich denn hier noch Feines? Ne, grün 2 ist das. Helfer mit der Bundes- Ich spiele Diplomatie. Ich könnte jetzt noch sagen, hier, keine Ahnung, niemand darf nach Mechatorex, weil das so lustig ist. Also alle mal einen Token von aus eurem Säckle ins Mechatorex-System rein. Das ist in der Mitte. Und dann könnt ihr für einen Token Planeten 2 Stück refreshen. Ja, warte kurz. Ich muss kurz gucken. Was sind sonst noch an Karten offen? Nur noch Imperial. Dann setze ich es auf jeden Fall ein. Das ist ja super stark, wenn man Mechatol hat. Absolut. Weil man gleich 6 Einfluss hat, oder wie? Nee, weil jetzt auch niemand was dagegen machen kann. Der kann ja seine Flotte nicht da reinbringen jetzt. Ja, aber nur kombiniert mit Diplomatie. Machst du halt nächste Runde. Haga, musst du deine Ding nicht auch reinlegen? Nee, oder? Nee. Okay. Du könntest dann, wenn du jetzt Diplomatie jede Runde hättest, könntest du ja jede Runde Lockdown machen auf Mechaton, oder? Ja, für alle bis auf den Spieler 1. Ja, es gibt ja jemanden, der die 1 ziehen kann. Ja. Ja gut, was war das denn jetzt? Das war Diplomatie 2, dann ist die 3 dran. Ich bin raus, warte. Ja genau. Gut, dann ist die 5. Wer ist raus? Ja, ja, er passt. Warte, ist Blau auch schon raus oder hat er keine Aktion jetzt gemacht? Achso, die raus? Moment. Nee, die 8. Achso, die 8 haben wir übersprungen, oder? Schon wieder. Und die 1 auch. Ja. Die 1 auch. Ja, oder hat er keine Aktion gemacht? Er hat gar nichts gemacht. Und ich hab noch einen Fehler gemacht, ey. Ich hätte noch 2. Ja, du kannst auch noch wieder zurück machen, wenn du willst. Nee, ich habe letzte Runde ich hab letzte Runde einen Fehler gemacht. Ich hätte noch 2 Produktionspunkte gehabt. Und spät. Ich bin gerade noch. Haga, ich hätte noch 2 Punkte zum Produzieren gehabt. Es wird spät. Tja. So, was macht denn da der Blaue? Der nimmt seinen ganzen Kram. Seine Flotte. So, 4 Fighter für den da. Ach, deine Carrier haben ja nur 4 Platz und nicht 6 Platz. Ja, ja. Deshalb war ich ja verwundert. Ich habe mit meinen Carrier auch noch 6 Platz. Also ich kann alles voller Fighter packen. Ekelhaft im Vergleich zu dem. Und den Fighter und das Flaggschiff können auch nochmal 12 mitnehmen. Absolut. Ich kann den kompletten Beutel voller Fighter-Tokens einfach in irgendein System packen, indem ich alle Carrier mit reinpacke. Ich bitte schon mal die Karte, beschneiden wir das alles. Kollege, du ziehst die Fighter jetzt nicht alle zu mir rüber, ja? Wer? Ich? Ja, dann wird das ganz... Deswegen habe ich ja gerade gesagt, wo die ihren Frieden geschlossen haben, ob wir nicht vielleicht auch aufhören sollten, aufeinander einzuprügeln. Hab keinen Krieg zu machen und vor allem nicht gegen Gelb momentan. Okay, wenn du auf Weiß einhaust, habe ich ja kein Problem mit. Das ist eine Frechheit. Das ist ja der einzige, der... Ja, dann machst du gar keinen Krieg, dann hast du... Weil, genau. Dann hast du die... Dann hast du die Flotte umsonst gebaut.
Nee, die ist zur Verteidigung. Die hat den Krieg gegen Blau beschützt, weil Blau wollte in den Planeten einmarschieren, sonst hätte er nicht dort Schiffe gebaut, oder Blau? Wolltest du in den Planet einmarschieren, nachdem ich ihn hatte? Ja. Siehst du, die Flotte dient nur zur Abschreckung. So, das war dann der Move. Jetzt kommt die 1. So, jetzt habe ich noch einen Move. Ja. Kann jemand mit mir handeln? Ich kann mit dir handeln. Ja, aber ihr habt doch schon gehandelt, diesen Zug. Nein, wir haben nicht. Ihr habt Verträge ausgetauscht, oder nicht? Das ist ja jetzt ein frischer Zug. Das ist eine Transaktion. Ach, der gilt für die ganze Runde, meinst du? Ja. Okay. Ja, dann platziere ich einen Cruiser. Welches ist eigentlich der Button, um die Grenzen zu machen? Update. Das ist der hier oben, war der hier ganz oben. Danke. Nochmal Update drücken. Sieht so viel so, das war dann die 8. Jetzt kommt die, die 1 war das. Jetzt kommt die 2. Ich habe meinen Zug gemacht. Dann kämen jetzt die 3 und die 4. Die hat gepasst. Jetzt ist die 5. So, haben wir es auch wieder. Dann tue ich meine Flotte gleich 1 weiter bewegen. Habe ich dir schon mal gesagt, dass deine Schiffe langsam sind? Meine? Ja, es ist aber egal. Langsam ist nicht so schlimm. Oh Gott, wie kriege ich die jetzt möglichst schnell weg? Oh. Ich glaube, ich hätte lieber Kreuzer bauen sollen, ne? Ich? Nein, ich hätte lieber Kreuzer bauen sollen, ey. Es ist viel zu spät, ich mache nur noch Fehler. So. Destroyer braucht man momentan, wenn man sich das da anguckt, dieses Jäger-Massaker. Ja, die kommen gleich ich in die... Ich hab doch gar nicht... Und... Die kommen gleich in die Mitte. Vielleicht gibt's auch eine Karte, die sich... Vielleicht gibt's gleich eine Karte, die sich Fliegenspray nennt. Ich baue mal. Wieso sind da zwei Marker? Kannst du mir das verraten? Wo? Hier und da. Warum ist da... Okay, dann kann ich da nicht bauen. Gut, dass wir das geklärt haben. Dann muss ich ja schauen, was ich, wo ich jetzt baue, ob ich baue. Jetzt muss ich überlegen. Danke, Hagar, jetzt bist du. Ja, alles gut. Kannst du in deinem Startsystem kannst du noch bauen? In dem kann ich noch bauen. Ich kann dem System hier bauen. Ja, da liegt doch ein Mann. Ach nee, doch nicht. Ja, aber den bringt das ja nichts. Der hast ja. Es kommt drauf an, was ich baue, aber. Ich werde vermutlich im Startsystem bauen, ja. Ja, dann baue ich im Startsystem. Wie viele Schiffe habe ich denn hier? 5. Heißt, ich kann es auf 7 erhöhen. 1, 2. 6, oder nicht? Genau. Ja, 7 sagt es, was probiert. Ich brauche einen normalen Fighter, oder? Um, damit die nicht zerstört werden. Oder ist das egal mit Fighter Token? Brauchst du mit Fighter Token auch einen Plastik Fighter. Darf ich austauschen, die Plastik Fighter? Ja, darfst du. Okay. Dann muss ich mir kurz einen Token holen. Sorry. So. 1. 6, gell? Das sind 6 Produktionen. Also 5 Produktionen brauche ich nur, dann turne ich dich um und dich. Und dann kommt ihr alle hier rüber. Wer lacht da? Ich freue mich schon gleich, wenn wir die ganzen Flotten auf Megatoll treffen.
5 und, das waren jetzt 5 und 6, ne? Jetzt ist ja. Also wieder 7, das bin ich. Will ich überhaupt noch was machen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Nee, ich passe. Kannst du mit mir handeln eigentlich? Was? Kann jemand mit mir handeln? Ich kann mit Gelb noch handeln. Nee, mit mir, ich brauche Trade Goods. Ja. Ihr habt doch schon, oder? Nee, hast du einen Nachbarn? Ja, ich bin doch hier oben. Ich hab euch alle. Ach so, okay. Nee, du hast nur Gelb. Gelb hast du noch als Handelspartner. Ja. Ja, können wir machen, ne? Ja, dann gebe ich dir die 3. Nee, er hat nur 2. Ja, du kannst ihm 3 geben, aber er kann dir nur 2 geben. Na gut, er kann auch ein Handelsgut drauflegen, er hat ja noch Handelsgüter. Also, ja, also das wäre super. Wenn du mir jetzt 4 insgesamt gibst. Ja, bist du bescheuert? Das wäre top. Ja, warte, ich geb dir aber was dafür. Ja, dann leg mal rein. Schon mal 3. Ich kann dir nur diese Notes anbieten oder noch irgendwas anderes. Was hast du da denn in den Notes? Zwei nicht. Ja, guck dir. Ja, Political Spine, das Security sehr zum mächtig. Beispiel für die Agenda. Dann kannst du nicht abstimmen, ne? Hast du noch welche über? Wie sieht das? Oh, du hast hier noch jede Menge. Kann man eigentlich auch Notes von einem anderen weitergeben? Ja, kann man. Das ist ja lustig. Ja. Kannst das Ceasefire an mich weitergeben, wenn er jetzt in meine Richtung kommt? Das wäre ein Deal. Dann drehe ich einfach um und dann gehen seine Flotte rein. Das können wir das machen. Kann ich machen. Aber das politische. Pass auf, du gibst mir 4, ich gebe dir 3 und leg das politische Geheimnis drauf. Was ist das denn? Ja, ach komm, machen wir. Gut, das war jetzt. Achso, die 8 ist gerade noch dran, ja. Du wolltest ernsthaft mein Zeug verhandeln, habe ich das richtig gehört? Ihr könnt die Tokens auch einfach flippen. Achso, ja, stimmt. Tauschen. Aber da musst du, gib mir noch einen. Wie viel habe ich denn dann? Dann gehen die beiden raus, dann muss ich eben 2 von meinen geben, krieg 4 andere, ja? Ne, warte. Nee, du gibst mir einfach einen von deinen Commodities. Ja, nimm doch hier. Und den hier, den kannst du umdrehen, der gehört jetzt wieder hier hin. Passt das so? Okay. Und ja. Okay, ich glaube euch das ja, mal. Dann spiele ich eine Action aus. Beziehungsweise. Ja genau, ich habe hier das System, will ich aktivieren. Männer Agenda. Bitte? Das kannst du nicht spielen. Warum nicht? Warte, Action? Bin ich gerade blind? Welche hast du ausgespielt? Nee, ich will nur das System aktivieren. Ja, okay. So. Ich hab noch ganz viel vor, Leute, diese Runde. Achso. Ja, bitte. Fang an. So, hier hau ich ein paar Dreadnoughts rein. Nämlich 3. Wo? In das System. Oh Gott. Haga. Viel Spaß. Ja. Ihr könnt den Planeten in der Mitte haben. Könnt ihr euch drum schreien. Ich so. Alles klar, ich nehm ihn. Ziehst du dich zurück, Hager, oder? So, das war 8. Jetzt ist die 1 dran. Jawohl, ich spiele eine Actionkarte, und zwar Focus Research. Für 4 Trade Codes kriege ich jetzt eine Technology. Oh, da hast du ja schlau was rausgeleiert bei mir. So. Ja, ja. Also ich muss sagen, es ist hochkomplex, das Volk zu spielen. Also ganz viel IQ braucht man dafür. Also, nix für dich. Ja. Technologie bist du noch am raussuchen, oder wie? Okay, dann bist du ja eigentlich fertig. Ich könnte schon weitermachen, ich leg die gleich hin. Gut, dann bin ich dran, weil der Rest passt. Mhm. Gelb?
Ja, was ist? Du hast jetzt schon ein paar Mal gegen mich gehetzt, gell? Wie gehetzt? Ja, du hast jetzt mehrfach hier gesagt, du kannst mir die Karte geben und so weiter. Deswegen spiele ich die S-Action-Karte und remove dir einen von deinen Schiffstokens. Ja, Taktik-Pool, ne? Nicht vom Flottenpool. Okay, dann habe ich das falsch gelesen, sorry. Ja. Kannst du nächste Runde machen. Nö, dann setze ich es trotzdem ein, weil ich will nicht irgendeine Karte von meiner Hand loswerden. Wegen. Was? Achso, erst 1, 2, 3, 4, 5. Achso, okay, na. Ja, Hagger, es tut mir dann leid. Ja, es ist sehr nett von dir. Da kann ich mir was drauf wagen. Dafür, dass du könntest dich auch einfach abwerfen und mir nicht den Token klauen. Stimmt eigentlich. Ja, okay. Dann passe ich. Ja, du bist Oh. hier wieder die Eins. Ich bin nämlich nicht gegen Hagger. Das ist schön. Dieses Mal nicht, sonst bin ich jedes Mal, gell? Also ernsthaft, wenn du nicht gegen Blau bist und nicht gegen Hagger bist, dann bist du jetzt gegen mich, oder wie soll ich das ansehen? Nein, ich bin momentan gegen niemanden, weil das kommt ja noch Schwachsinn ist, gegen irgendwen zu sein. So, Blau, hast du mittlerweile dich entschieden, was du forschen Ich willst? suche noch, ich suche noch. Ja, lass ihn mal gucken. Oha. Ah, ich nehme die bakterielle Waffe hier mit dem. Ich schleuche alle Das geht Interessen nicht, du aus. hast schon deine Ah, Grün ne. voll. Ah, ne. Okay. Ach, oh. Obwohl, ich weiß nicht, warte mal, nee, vielleicht geht das doch, Ich weil. glaube, das geht, weil du hast hier an der Seite Ja, nämlich. nee, weil, ja, genau, du hast, nee, du kannst ein Bakterien-Dingens nehmen, du kannst da die an der Seite für Ja, super extra. dann hast du ja. Nein, Für die diese. an der Seite kommt die hin und das geht Ja, dahin. genau, so rum. Und der gehört eigentlich auch an der Seite, Das sind, glaube ich, die oder? Special-Forschungen. Ja, die Special Ah. Forschung kommen an die Seite, deswegen. Okay. Lass es ordentlich. Das war doch ordentlich. So, dann hat er, ja, dann bist du wieder dran. Jawohl. Ja, ich muss so kurz meine Action-Karten durchforsten. Moment. Ja. Ja, nächste Runde geht's ab. Ja, ich glaube, ich Ich hab. mach nichts. Gut, dann haben alle gepasst, dann geht's auf die Agenda los. Okay, ich muss mal kurz bei mir. Ich habe die Votes abgedatet. Ach so, okay. Ich... Warte mal, Die warum bist du eigentlich Speaker? Du hast doch eine Politics gespielt. Ach Wer? so, okay, deshalb, okay. Ja. Also ich habe momentan 10. Hagger, du hast 11. Jo. Hagger! Das ist gar nicht gut. Nein, Spaß. Der Speaker darf eine rausziehen. Ja. Speaker. Ja, der Speaker Ist guckt Geld nicht gerade. Speaker? Der Speaker guckt gerade noch seine. Ja, zieht da doch einfach eine raus. Ist doch egal, wer das macht. Ja, dann tue ich dann zieh ich da jetzt mal eine raus. So. Na, okay, damit kann man die Fighter-Produktion und Infanterie-Produktion eindämmen, oder wie? Na, okay. Oh oh, er hat 18 Stimmen. Das wäre nicht schön für den lilanen Spieler, das ist wohl so. Das Unfaire ist, mein komplettes Volk ist nur auf Infanterie und auf Fighter ausgelegt. So, wer fängt denn an? Ich fange an, ne? Ich stimme für mit null Stimmen, obwohl, warte mal. Ich stimme mit 2 Stimmen, 3 Stimmen dafür. Der wird es denn niemals zulassen. Der wird auf jeden Fall mehr stimmen, das meine ich. Also Mr. Ja, ich Simpson. weiß, aber ihr habt ja auch noch Stimmen. Ja, aber wir sind ja in dem Goldkonkordat, Waffenstillstand, deshalb werde ich unser Waffenstillstand natürlich.